Überleg dir nochmal, ob du dich nicht mit jemandem im Haus sicherer fühlen würdest. Für mich drückt das Wort Sklave die Sehnsucht nach einem Arbeitsverhältnis aus, das nicht von Geld, sondern von Vertrauen bestimmt wird. Sie möchten also gerne Sklave genannt werden? Bitte, nehmen Sie Platz. So gehen echte Profis ans Werk. Die Menschen heutzutage können weder dienen noch befehlen. Fürs Gehorchen sind sie zu groß, fürs Herrschen zu klein. Was sind denn das für Männer? Die bauen dir deinen Swimmingpool. Diese Leute gehorchen nur, solange sie uns fürchten. Hat dies ihre Frau? Das sind meine wunderbaren Nachbarn. Du und ich, wir beide blicken ohne Mitleid auf die Masse. Ich Arzt, du Schwester, ich Chef, du Untergebene, ich Oben, du Unten, verstanden? Ich könnte mit euch Deutschen nie etwas anfangen. Ein Land von Schwuchteln regiert, von einer Frau, die sie Mutti nennen. Tut mir leid, Mohammed. 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 Ha. 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 Mo. Mo. Mohammed. Kann ich nicht einfach Mo zu dir sagen? Sie sollten sich endlich abgewöhnen, uns als Menschen zu betrachten. Mohammed. Genau.